Und der Schilling meldet sich soweit von Shakes and Fidget. Weiter geht's während dem 5er-Event. Ich hole mir jetzt noch flott eine Waffe mit Sockel. Das war zumindest der Plan. Mal schauen, ob ich die bekommen kann. Das wird kein fettes Epic-Event-Geblättere-Video mit Counter und so, denn das habe ich ja beim letzten Mal schon getan. Das ist ein guter Schnitt bisher. So vom Klicken bis zum Epic. So, denn ich suche nur noch eine Waffe. Alles andere ist echt up to date. Sehr, sehr aktuell. Das ein oder andere alle Attribute Epic könnte ich zwar gegen ein 3er Epic austauschen. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Das Gold stimmt auch. Hey, das ist sogar schlechter als mein altes Item. Das Gold stimmt auch. Also in dieser Hinsicht passt das. Achter, doch, ja, locker. Das langt noch ein bisschen, aber kurz einmal free reinschauen. Nö, genau, also das Gold, ich liebe dieses 5er-Event. Allgemein, das Gold-Event ist schon genial, weil diese 880 Gold, das sind 88 Skillpunkte. Und die Milliarde packt man da meistens. Und dann ein Item ohne Sockel, kann man schon mal direkt in die Tonne kloppen. Genau, das sind einfach 80 bis 100 Skillpunkte an einem Wochenende. Oh, plus 6. Ja, das könnte man sich jetzt, solange ich noch ein bisschen im Notarplatz habe. Dieser Ring übrigens, den habe ich vorhin bei einer Random-Mission bekommen. Ja, Fidgets Gürtel. Ich finde, der sieht richtig episch aus. Den muss ich mir gönnen. Sorry. So. Mo. Ey, ernsthaft? Ich kaufe mir den Gürtel und da... Okay. Und da kommt ein Glückshut nach. Ja, das waren jetzt schon wieder, Daumen mal Pi, 5 bis 10 Epics. Das 6. bis 11. Epic, Deutsch gelernt bei Yoda, ich habe. Und was fehlt? Natürlich noch immer eine Waffe. Ist ja nicht so, als wäre der Tag in 3 Minuten zu Ende. Aber, ja, spitze. Ich weiß nicht, warum die Waffen bei mir einfach nicht auftauchen wollen. Eigentlich sind die nicht seltener als andere Items, ganz im Gegenteil sogar. Früher hatte ich manchmal das Gefühl, dass es Waffen im Überfluss, da ist sie, schön. Ach danke, liebes Spiel, du bist echt toll. Ist zwar eine schlechtere Waffe mit einer sehr miesen Spanne, aber, oh, die Spanne ist mal echt verdammt mies. Ach, was soll das? Was soll das denn? Ja, das ist echt gerade richtig mies, aber egal. Zum Dungeon-Versuche durchpilzen und so ist die eher nicht so geeignet. Genauso wenig wie eine Robe ohne Sockel. Schade, das ist ja echt mal schade. Zumindest so eine kleine Spanne, aber das ist ja gar keine Spanne so in etwa. Das ist echt das Mieseste, was es gibt hier. 2500, 2600, 2200. Ich versuche es noch ein bisschen. Vielleicht habe ich ja ein Glück und bekomme noch eine Waffe. Nö. Dann noch kurz das Gold rausballern hier. Meine Stimme möchte auch schon hier den Geist aufgeben. Noch kurz das Gold rausballern und ein paar Tränke suchen. Aber anscheinend gibt es da gerade keine. Da war schon jemand schneller als ich. Wo sind die Tränke? Wo sind die Tränke? Hier, noch ein paar Tage verlängern. Dass die auch wieder bis zum nächsten Epic-Event erlangen. Aber das ist locker drin. Genau, da kommt ein Geschicktrank nach. Den braucht das. Sowas ist schön. Eine Trankansammlung. Kurz die Zeit überprüfen, die letzten Sekündchen sind am Start. Hier bisher im Zauberladen noch kein einziges Epic. Wow, in dem Moment kommt eines. So, und dabei belasse ich es jetzt. Ich kann mir noch überlegen, ob ich mir das kaufen soll. Gut, wow, nein, nein. Ist der Tag noch? Ist der Tag noch? Was? Rucksack voll. Oh Mann, nein. Nein! Oh, oh Mann, und der nächste... Richtig dumm! Das war gerade richtig dumm. Das hätte ich vorher noch machen sollen. Was waren da heute für ein Element am Start? Da sind wir gut und gerne mal 3 Früchte durch die Lappen gegangen.
Und eine Frucht habe ich irgendjemandem gegeben, Feugel, weil Infernox schon satt war. Ach, das war gerade doof, aber egal, da kann man nichts machen. Oh Mann. Na gut, so, jetzt erstmal die neue Waffe ausrüsten. Und was kommt da rein? Ein Intelligenzstein, so soll das sein. Bald 18k Intelligenz, sauber. Der Pet-Bonus macht einen Stein nochmal um einiges besser. Sehr schön. Dann, was habe ich mir noch gekauft? Moment. Diesen neuen Hut, der tut mir sehr gut. Und da kommt noch so ein Stein rein. Und nein, keine Sorge, ich werde meine Items natürlich verzaubern, denn ich bin ein Zauberbär. So, richtig viel Zeugs bekommen neu. Gut. Dann habe ich natürlich auch das Dämonenportal und das Klo nicht erledigt, weil ich dachte, das mache ich jetzt in der Aufnahme 75%. Spitzenmäßig Schilling. Das war natürlich sehr gut und das ärgert mich jetzt in der Tat. Na egal. So, alle Früchte mal loswerden. Dann tadam. Und dann schaue ich mal kurz. Also, Magier, was tut sich so bei dir? Was brauchst du? Was möchtest du haben? Ja, er will den Hut haben, sagt er. Dann geht es weiter mit dem Klo. Denn ich bin froh, dass ich da heute was reinwerfen kann, nämlich, Moment, die Waffe oder nicht? Die Waffe, nö, ich glaube nicht. Die Waffe bekommt er und dann werfe ich den Wischmob rein. Mal schauen, ob der Krieger, nein, will er nicht, glaube ich nicht, denn der hat einen Sockel drin. Deshalb, nope, weg damit, so. Oh Mann, echt ärgerlich, egal, kann man nichts machen. Dann habe ich ein bisschen Inventarplatz für die Edelsteine, sollte da was in den nächsten Tagen rumkommen. Gut, Festung, was ist hier geschehen? Ich habe mich dazu entschlossen, das Arbeiterquartier auf Level 14 zu ziehen. Denn die Schatzkammer wurde fertig, Festung ist 15, Arbeiterquartier war 13, dachte ich mir, zumindest mal auf 14 hochziehen und dann schaue ich, wie es weitergehen soll. Was kam da für ein Edelstein raus? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Glück. Ich dachte, die sind die besseren. Der hat mehr Glück als der hier. Okay, weg damit. Gut, so, Moment. Dann kann ich mal ein bisschen skillen, oder? Intelligenz. Ach, das ist schön, den Schaden zu beobachten. Wie der in langsamen Schritten nach oben kriecht. Und man muss auch beachten. Ich klicke und dann gibt es gleich zwei Punkte. Alle vier Klicks, rein theoretisch, so Daumen mal Pi. Nicht alle vier, Moment, wie viele Pets habe ich denn? Erde. So, nö, das sind schon ein paar mehr Klicks, aber ab und zu gibt es hier, Quatsch, kommt ja noch der Trankbonus hier hinzu. Durch Intelligenz, ach, das ist fein. Knacke ich die 18k? Moment, ich mache die 18k glatt. War so klar, dass es sich genau nicht ausgehen wird. 18.000 Intelligenz, damit habe ich einen Basiswert von 5.200 gleich. Jetzt, 5.200 Basis. Ja, das ist doch mal sehr schön, würde ich sagen. Dann kann ich auch Geschick und Stärke noch ein bisschen hochziehen, bis die, ich weiß nicht, so 2 Millionen mindestens kosten. Das kann man auch mal tun. Aber bis 10 Millionen würde ich die auf keinen Fall hochziehen. Das ist Verschwendung pur. So, ein bisschen Geschick, dass ich gegen die Kundis einfacher bestehen kann. Das Geklicke ist gar nicht nervig jetzt hier im Hintergrund in der Aufnahme. Ich weiß. So, und Intelligenz. Sehr schön. Genial. Genial. Wow. 1 Milliarde brauche ich bereits. Das ist ja mal krass. Das ist ja mal krass. Eine ganze Milliarde. Okay, so, aber wo war ich? Ich will dann jetzt hier heute mindestens alle 5 Kämpfe bewältigen können. Oh Mann, wie ärgerlich das gerade war. Dann habe ich noch dazu ein volles Inventar und so. Moment, der Helm kann weg. So, weg damit. Heute ist Licht an der Reihe. Das ist wichtig für den Bofuchs. Okay, na denn. Würde ich sagen 177, da
kann man es im Prinzip auch mit Licht wagen. Wo stehe ich denn? Rang 22 mit 57 Pets. Kann man da mit Licht angreifen? Oder ja, mit Licht. Auf geht's. Mit Licht müsste ich gewinnen können. Quacklops schafft's bis Tink. Aber Tink... Oh nein! Tink kann auch noch besiegen, der Quacklops. Sauber, sollte normalerweise nicht passieren. Aber mit etwas Glück läuft das natürlich. Oh, das wird richtig spannend. Das wird gerade ein richtig spannender Kampf. Und noch ist alles offen. Auf je... Naja, doch nicht. Denn das nächste Pet wurde mir nicht angezeigt. Das heißt, ich habe gewonnen. Aber 64 gegen 61. Und wenn es zwei Kundis sind, dann heißt das noch lange nichts. Da können beide gewinnen. Das sieht man auch hier beim Ausweichen. Krasse Sache. Das war mal wieder einer der spannendsten Kämpfe hier seit langem. Das war krass. Und als Kontrastprogramm dazu Level 93. Okay. Alles klärchen. So läuft das. Ja, kein Thema. Da muss ich mir den Kampf eigentlich gar nicht ansehen. Und Bofuchs Level 66. Der Schalker 69 kommt an den Start mit Level 106. Da kann ich Feuer nehmen, überspringen, locker flockig. So. Und 7. Das ist ja furchtbar. Das ist echt furchtbar mit der Auswahl der Gegner hier. Naja. Jetzt am Ende noch ein spannender. Nö, 105. Alles klar. Und angreifen. Lilipon gewinnt gegen Quacklops 96. Ist auch nicht eine hundertprozentige Sache. Wow. Heftig. Lilipon, du überrascht mich von Tag zu Tag. Einfach nur heftig. 3 Zitronen warten hier. Das ist kein großer Vorrat, muss ich echt sagen. Aber das habe ich gestern bzw. heute verbockt. 3 Früchte sind mir da durch die Lappen gegangen, mindestens. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob ich einen Kampf gewonnen oder verloren habe. So, dann Arena, Arena. 10 von 10 natürlich, wenn der Tag erst begonnen hat. Wie weit konnte ich mich da nach oben boxen? Level 20, ja. Bitte boxt mich wieder nach unten, denn hier oben fühle ich mich gar nicht wohl. Ich will wieder die 90er Gegner. Nein, Quatsch. Also eigentlich, auf der einen Seite wünscht man sich schwache Gegner, auf der anderen Seite ist es natürlich ärgerlich. So. Ja, dann will ich aber heute hier mehr reißen, denn hier nicht angreifen, das ist schon sehr ärgerlich. Also hau einen Crit raus. Und mit einem Crit meine ich ganz viele Crits, nicht nur einen. Jawohl, das war schon mal der zweite. Ach komm, 300.000 hätten da gefehlt an Lebenspunkten extra. Mann. Dann vielleicht Heinrich die Zauberfee, nachdem ich jetzt ein paar neue Items bekommen habe. 15 Millionen ist eine gute Vorlage, gegen einen Magier nicht so. Aber durch meine steigende Intelligenz, da sollte das eigentlich... Hä? Wie ging denn das? Meine Begleiter haben den fast solo gekillt. Also, nicht solo, sondern triple. Oh baby, it's a triple. Stärke, Ausdauer, Glück. Na, wenn der die nicht mal gebrauchen kann, 300 Millionen, reicht das zum Level Up? Ja, das reicht. Ja, fein, 365, eine schöne Zahl. Damit hätte ich nicht gerechnet. 365 Tage im Jahr. Jeden Tag ein Level Up, das wäre wunderbar. Aber das ist leider nicht der Fall. Also, mal schauen. Erstmal hochleveln, nicht vergessen. Habe ich genügend Gold? Ja, reicht gerade so. 5,54, 5,54, 10 Stats mehr. Bisschen Rüstung weniger, aber das macht nichts, denn hier kann ich jetzt einen besseren Stärkestein reinsetzen. Sauber. Ja, perfekt. War ein lohnenswerter Tag heute. Da ist einiges geschehen. Der nächste Gegner trägt den Namen. Wo bin ich? In der Schattenwelt hier. Düse der Panty Raider. Am Anfang habe ich immer gelesen, Düse der Party Raider. Aber bei welchem Gegner? Lese ich den Namen noch immer falsch aus? Vor, nicht aus? Moment, welcher war das? War das einer in Osterros? Nö, Quatsch. Welcher Gegner war das? Habe ich erst neulich wieder eine Nachricht dazu gelesen.
oder bei den Pets. Beasley-Bub, der eigentlich Belzebub oder so heißt. Ja, genau, der hier. Ich erinnere mich, in der Hölle oder so. Aber okay. So, die Habitate mal überprüfen. Lichthabitate, Mismerit. Ich muss kurz die Fundorteliste aufmachen. Also, hier den nächsten Mesmerit kann man finden bei Gilderang 100 oder besser. Und das ist bei uns der Fall. Hier, Sephard, da muss ich erst gar nicht überprüfen, wen ich finden kann, denn da kann ich keinen Gegner bezwingen. Waldschreck, Ostern, dann bei Schatten Rosa Links habe ich verpasst. Aber wenn ich den Gegner schaffen könnte, wäre es natürlich ganz nett. Und Sumsum Level 50 erst am Samstag wieder. Ich würde sagen, da ballere ich meine nächsten Free Tries einfach hier raus bei Mesmerit. 54 gegen 66 kann man echt schon anstreben, wenn man ein bisschen Glück hat. Yo, auf jeden Fall. Das sieht nach einer sehr guten Sache aus. Genau. Ja, und der hier, das ist dann echt schon krass. Dann bin ich bald so weit, dass ich sagen kann, ich besitze zwei Level 100er Pets. Also bald, unter Anführungszeichen, 10 Tage im Optimalfall noch. Aber 70 ist schon eine sehr feine Zahl. Und genau, so, dann hätte ich das mal erledigt. Quests starte ich heute nicht mehr, denn ich werfe schon die Stadtwache rein. Oh, die Zahlen, die sehen schon nett aus jetzt mit den erhöhten Werten. Okay, dann auch verdammt. Und am Glücksrad habe ich gestern auch nicht gedreht. Einmal for free, aber keine 20 Male. Na, dann werde ich das heute machen. Oh Mann, das ist ja richtig ärgerlich und so. Ja, egal. Kann passieren. Immerhin als Entschädigung zweimal hintereinander Pilze bekommen. Yo, dann noch kurz rüberschauen zu S33. So, da habe ich nämlich zwei Eier gefunden. Moment, ganz kurz. Also, erstmal weg damit, das Holz verwenden, in die Festung schauen. Da ist alles erledigt. Neuer Gegenstand, neuen Edelstein suchen. Zwei Glückssteine muss man nicht behalten. Und diese zwei Eier waren vollkommen random. Moment, mal kurz überlegen, vielleicht Fuson? Ja genau, sauber und hier bei Wasser dürfte das Sephard gewesen sein. Sehr schön. Und. Ganz kurz, was wollte ich tun? Genau, hier habe ich an beiden Tagen 320 Alu gezockt. Merkt man auch am Level, merkt man auch ein wenig am Gold. Hat sich echt gelohnt mit dem besten Reiztier. Alles Free-to-Play gemacht, am Glücksrad gedreht und mir die Pilze zusammengespart. Das war ein sehr, sehr, sehr lohnenswertes Event auf allen Servern. Also, ja, da kann man echt nicht meckern. Oh, verdammt, habe ich gerade ein paar Mal mit Pilzen gedreht. Das war so nicht geplant. Ich dachte, ich habe noch genügend Lucky Coins. Neuer Tag, neues Glück. Tink erreicht bald Level 100, dann hier 71 und weil ich jetzt Sephard besitze, kann ich da schon wechseln, denn Server 14 hat mir ja gezeigt, wenn man Orkal hochgelevelt hat und nicht Okodil, dann kann man Mingho, das 13. Pet, leider nur nach sehr vielen Versuchen schaffen und mit sehr vielen meine ich dreistellig und der 12., den gibt's zur aktuellen Jahreszeit nicht, ich weiß zwar nicht wann. Also, ich weiß es schon, meine Pet-Fundliste weiß es, aber ich habe jetzt nicht nachgesehen. So, genau. Dann, oh, so leer das Inventar irgendwie. Ich hole mir mal ein Früchtchen ab. Sehr schön, mal ein schwächerer Gegner, den man eventuell sogar mit Erde bezwingen kann. Lilipon, machst du das? Ja, danke. Nicht im Ernst. Nein, das muss ein Anzeigefehler sein. Lilipon kann doch gerade nicht gegen Quacklops so extrem hart gewonnen haben. Das kann ich mir nicht. Das geht nicht. Das ist ein Anzeigefehler. Also ganz kurz den Kampf nochmal zeigen. Und ich überspringe jetzt nichts. Das kann nicht sein, dass Lilipon immer ausweicht. Viermal. Wow, echt krass. Was? Okay. Habe ich schon mal Kundis OP gesagt? Irgendwie nicht, oder? Sage ich jetzt gerade zum ersten Mal. Jawohl, Kundis OP. Besonders bei den Pets.
sagte der Kundi. Gut, hier habe ich leider kein Free Random Epic oder so bekommen, denn es war ja auch ein Epic-Event am Start sozusagen. Leider nein. Aber Taverne, was kommt da rein? Ein Glücksstein, wird bei der Festung was ausgebaut? Genau, die Festung noch 23 Stunden, 77% habe ich dann folglich auch vergessen auf diesem Server. 41, schade, schade. Egal, Stadtwache rein, 7 Stunden am Start. Ja, und da würde ich sagen, für dieses Video war es das jetzt erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.